Projekt Start-Office Team Sporthilfe. Sporthilfe, die schon seit Jahren Nachwuchssportler unterstützt. Da bin ich sehr gerne dabei jetzt in diesem Team, weil ich natürlich auch von der Sporthilfe schon profitiert habe. Ich habe unter anderem auch bei diesem Patenschaftsprojekt eine Götti, wo ich auch immer unterstützt werde. Und es ist für mich selber auch eine Herausforderung, sonst immer nur hin und her Längen im Pool. Und jetzt muss ich mich eben auch mal ein bisschen im offenen Gewässer orientieren. Und ja, ich freue mich, da mit der Sporthilfe dabei zu sein. Das Warten vor dem Schwimmen, also ich hatte es so heiß gehabt. Ich war dort im Neo und ich habe immer geschaut, wenn der auch kommt. Vor allem habe ich nicht mal gewusst, was er angehabt. Es gilt natürlich, Ausschau zu halten nach seinem Teamkollegen, seiner Teamkollegin. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Und dann haben wir auf alles mit dem Verkehr funktioniert rundherum. Dort haben die Supporter alle rechtzeitig auch eintreffen in der Wechselzone. Ja, ich bin jetzt gerade 3 Kilometer geschwommen. Ich muss sagen, es war strenger, als ich gedacht habe. Wahrscheinlich bin ich auch etwas mehr als 3 Kilometer geschwommen, weil ja, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und die Boje nie gefunden, vor allem auf dem Rückweg. Und dann war es auch so, dass ich dachte, schön gut, ab der nächsten Boje schwimme ich dann schneller. Und dann ist dann die nächste Boje gekommen und dann habe ich gesagt, okay, wieder die nächste und wieder die nächste. Und dann bin ich dann schon gleich da gewesen. Aber ich bin mega zufrieden, es hat auch mega Spass gemacht. Und ich habe jetzt gerade gehört, ich habe 105 Schwimmer überholt. Das habe ich nicht mal gemerkt eigentlich. Ja, und es war mega lässig. Und jetzt habe ich eine Dusche gesucht, nirgends gefunden, aber man hilft sich einfach selber. Und darum tue ich mich jetzt abkühlen.